Servus miteinander. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtsfeiertage gehabt, habt die schön mit eurer Familie verbringen können, habt vielleicht auch ein paar nette Geschenke zu Weihnachten gekriegt. Ja, und habt halt einfach hoffentlich eine schöne Zeit gehabt. Ich wollte mir jetzt zwischen Weihnachten und Silvester nochmal bei euch melden. Eigentlich wollte ich vor Weihnachten noch ein Video machen, aber das ist jetzt dann zeitlich nicht mehr ganz ausgegangen. Deswegen kommt es jetzt. Was gibt's Neues an der Anlage selber? Habe ich nur ein bisschen weiter bauen können, weil da ist mir die Zeit einfach, habe ich nicht die Zeit gehabt, dass ich großartig was weiter tue. Aber im Fuhrpark hat sich ein bisschen was getan. Zu Weihnachten habe ich auch eine neue Lokomotive gekriegt, wie man unschwer wahrscheinlich schon am Titel von dem Video sehen kann. Habe ich nämlich meine erste Isolok gekriegt. Und zwar die Fahrt 200008 in Epoche 3. Ja, ich wollte grundsätzlich einfach mal eine Fahrt 200 haben, weil ich die Lok einfach irre toll finde und sowas kenne natürlich auch von der Epoche 3 Anlage. Wollte ursprünglich erst die von Merkel nehmen, nachdem ich dann aber gemerkt habe, was das für ein Sound ist, habe ich es dann auch wieder bleiben lassen und wollte dann die Pico haben. Aber da ist mir dann aufgefallen, dass die Frontpartien immer bei Kurvenfahrten so komisch ausschwenken, die haben da so beweglich gestaltet gewesen. Vom Sound her war es okay gewesen, aber wie gesagt, das finde ich hat nicht wirklich toll ausgeschaut. Also ist mir dann eh nur die ISO, fast, ich glaube, dann gibt es eh nur noch die ISO. Andere Firma stellt momentan, glaube ich, eh keine her. Vielleicht gibt es noch vorher Rocco eine, aber das weiß ich jetzt gar nicht genau. Und die ist natürlich der Oberhammer. Also soundtechnisch ist das natürlich oberste Liga und auch sonst was für Funktionen hat, das ist schon. Man kann sich darüber streiten, ob man es wirklich alles sie braucht. Ja? Ob man jetzt ein Diesel-Lok, einen dynamischen Raucherzeuger braucht. Sei mal dahingestellt, aber es schaut natürlich, gerade für Filmaufnahmen, schaut das natürlich super aus, wenn da oben auch noch ein bisschen ein Qualm rauskommt. Und vor allem, man kann es ja auch ein bisschen einstellen, dass nicht zu viel rauskommt, nur ganz dezent. Dann wirkt es sogar einigermaßen realistisch. Was ich an der ISO-Verpackung selber richtig toll gefunden habe, ist diese Bedienungsanleitung, weil für die anderen Firmen bin ich es jetzt eher gewohnt gewesen, dass sie extrem spartanisch war. Und da ist wirklich richtig gut beschrieben, auch zum Vorbild noch ein bisschen was dazu, wo die so gefahren ist und wann die gebaut worden ist. Ist jetzt für den Betrieb auf der Anlage eher unwichtig, aber trotzdem finde ich es immer ganz nett, wenn man dann zur Lok ein bisschen eine kleine Geschichte noch kriegt. Ich würde jetzt sagen, die Lok ist jetzt schon auf der Anlage. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Grundfunktionen. Ich werde nicht alle zeigen, weil es sind, glaube ich, 130 Funktionen und das Video dauert sonst ewig lang werden. Das macht keinen Sinn. Ich habe nur drei neue Wagen dazu gekriegt. Wie gesagt, die habe ich mir selber davor noch gekauft gehabt. Ob die Lok jetzt im Endeffekt, wie ich mit den Wagen rumgefahren ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Es sind so, ich glaube, TE-Wagen waren das. Ich habe mal ein Foto im Internet gefunden von einer V200, allerdings nicht die V200.0, sondern die .1er, die auch mit so TE-Wagen rumgefahren ist. Da muss anscheinend einmal einen gegeben haben, der so rumgefahren ist. Aber ob die .0er tatsächlich mit TE-Wagen rumgefahren ist, was ich ehrlich gesagt, vielleicht wisst ihr das ja, dann könnt ihr es in die Kommentare reinschreiben. Aber mir ist das jetzt ehrlich gesagt wurscht gewesen. Ich finde, das schaut ganz nett aus, so von der Farbkombi und Hauptsache mir gefällt es. Schließlich ist es auch Dann meine jetzt Anlage. zur Lok selber, die ist komplett aus Metall, ist auch richtig schwer und extrem richtig detailliert hier. Da liegt dann eine Sandfallrohre da an die Achsen. Da oben auch alles ist durchbrochen. Natürlich der getaktete Raucherzeuger, das ist natürlich schon echt Hammer. Das Öl, das stinkt leider ziemlich. Ich habe jetzt davor immer eins von Seite gehabt. Da war ich richtig davon begeistert, weil es überhaupt nicht gerochen hat. Das war richtig geruchsneutral. Und das von ISO, das ja, hat jetzt nicht wirklich den besten Geruch, aber es ist ja eher was für Filmaufnahmen oder sowas, wenn man mal ein paar Aufnahmen machen möchte. Da kann man ja Oma, da ist ja wurscht, da kann man ein bisschen die Fenster aufmachen. Da die vordere Front, die ist schon komplett zugerüstet. Und wirklich halt alles extremst filigran. Dann die Drehgestelle sind kleine LEDs verbaut, dass wenn die Lok abbremst,
Das flackert, also das ist natürlich schon der Wahnsinn. Es ist jetzt, ich will jetzt keine anderen Marken irgendwie schlecht machen oder so, aber das ist schon der Hammer. Also, und auch vom Sound, also ISO ist ja da bekannt dafür, dass der Sound relativ gut ist. Und das ist schon eine ganz andere Liga. Aber das kannst du dann selber beurteilen, wenn ich die Voraufnahme mache. Was aber für mich der absolute Oberhammer ist, ist, dass man die Lok sowohl im AC als auch im DC-Betrieb betreiben kann. Man einfach bloß den Schleifer runter tun muss und einen Schalterdrucker und schwuppdiwupp kann man es DC fahren und wenn man Schleifer wieder drauf hat, wieder AC. Also, das ist natürlich genial. Also, das kann wegen mir ruhig jede Firma so machen. Dann braucht man nicht zwei unterschiedliche Versionen. Da an der Front habe ich schon eine Kurzkupplung von Märklin eingebaut, weil die Bügelkupplung, die davor drauf war, hat extreme Probleme gemacht mit den langen Schnellzugwagen. Aus irgendwelchen Gründen haben die dann immer aus der Kurven rausgeflogen. Die haben sie irgendwie überhaupt nicht vertragen, die unterschiedlichen Kupplungen. Aber ich habe eh noch eine da gehabt, habe ich schnell umgebaut und jetzt funktioniert es auf jeden Fall tadellos. So, also das ist jetzt der Zug, die drei TE-Wagen. Und hier im Vordergrund stellt es wieder nicht scharf. Jetzt seit, tada, die V200. Ja, die schaut natürlich super aus, geht. Das ist. Ah, da schlagen die Herzen höher. So, zu Beginn jetzt erstmal ein paar von den Lichtfunktionen. Also, ob man wirklich sowas braucht, das sei jetzt immer dahingestellt, aber natürlich, das ist ein nettes Gimmick. Und zwar die Führerpultbeleuchtung. Also, ja, im Betrieb sieht man es wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich, aber es schaut schon natürlich genial aus. Gell? Auf der anderen Seite von der Lok im ersten Führerstand guckt dann auch noch eine Lokführerfigur, dann gibt es nur die normale Innenbeleuchtung vom Führerstand. Dann muss ich die Kamera ein bisschen umstellen. Dann die Maschinenraumbeleuchtung. Da haben wir einen gigantischen Durchblick dadurch. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. Aber da kann man bis auf die andere Seite durchschauen, also ist es komplett durchbrochen. Das ist schon irre filigran. Und auch die Gitter hier oben alle durchgeätzt und durchbrochen. Die Lüfterräder auf der Dachseite, muss man schauen, ob ich das irgendwie noch einfangen kann, haben auch durchbrochen. Also, das ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich hier dementsprechend auch aufpassen. Also, ich glaube, zu fest Heat-Drucker darf man da nicht, aber dann ist von den Gittern nicht mehr viel übrig. So, da sieht man jetzt gut die Lüftergitter. Die Lüfter an sich sind auch beweglich, zwar nicht mit dem Motor, aber wenn man zum Beispiel reinpustet, dann bewegen sie sich. Und links davor dann der große Auspuff, auf der anderen Seite natürlich auch. Da kommt dann der Qualmwasser. Aber jetzt zum Wichtigsten, den knackigen Diesel-Sound. Machen wir den mal hoch. Das ist schon der Wahnsinn. Jetzt fahren wir gleich mal ein bisschen los.
Was ein ganz netter Effekt ist, ist das Flackern von die Bremsscheiben, wenn man ein bisschen stärker abbremst. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen einzufangen. Ich hoffe, dass ich die Lok genau da richtig halten kann. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Ja. Und mit der Aufnahme verabschiede ich mich dann jetzt für das Jahr. Danke, dass ihr die ganze Zeit immer meine Videos angeschaut habt und bis zum nächsten Jahr. Genau, und einen guten Rutsch wünsche ich natürlich auch schon.